So, die hier. Boah, die müssen vorher raus. Die müssen raus, wenn wir auf Duna landen. Obwohl das passt. Also. Gehen wir von unten. 5 Triebwerke starten. Gut. 2 werden abgesprengt. 2 werden abgesprengt. 3 Triebwerke starten und das ganze untere Gedöns wird abgeschmissen. Gut soweit. Die 3 werden abgesprengt. Wo sind die Dockdinger? Da ist das Dockding. Das ist gar nicht mit drin. Die 3 sollen auch nicht mehr abgesprengt werden. Die können da oben mit hin. So. Also ja, die hocken da oben einfach nur rum. Also der Plan ist jetzt, wir kommen hiermit ansatzweise in die Umlaufbahn, werden zwangsweise, egal wie viel Mühe ich mir gebe, hier mit den Rest der Umlaufbahn herstellen müssen, fliegen dann nach Duna. Docken dann manuell hiermit ab, übernehmen die Kontrolle über das Ding, landen hiermit auf Duna. Genau, mit den 3 Triebwerken, die wir eventuell noch manuell zünden müssen. Ich weiß ja nicht so ganz. Dann schmeißen wir die Dinger hier an. Und noch eine Sache an Girogon aus der Zukunft. Denk dran, dass du steil auf Duna landen musst. Also steil in die Oberfläche rein, damit die Reibungsbewegung uns abbremst. Nicht wie letztes Mal von hinten einfach reinrammen. Das klappt nur auf Monden ganz gut. Weil keine Atmosphäre und so. Also ja, das müssen wir auch noch machen. Dann werden die 3... Eigentlich alle 4. Alle 4. Ausgeklappt, bremsen uns ab. Und dann landen wir, starten wir, docken wieder an, machen die Triebwerke aus, fliegen hiermit aus der Umlaufbahn von Duna weg, weil das ganze Ding ja in der Umlaufbahn um Duna bleibt. Richtung Kerbin zurück, soweit wir kommen. Das Ding macht den Rest. Und sorgt dafür, dass wir... Ne, gar nicht. Wir müssen eigentlich nur bis Kerbin kommen. Danach können wir wie ein Stein auf den Boden fallen, weil es keine Reibungssitze gibt. Ja, okay. Also, Staging sieht soweit, glaube ich, okay aus. Wir dürfen nur nicht nochmal Leertaste drücken hier hinten. Und wir müssen unbedingt die Dinger wieder reinholen und... Ne? Menge Zeug. Oh, wir haben kein Abkapseln von der Kapsel. Sehe ich gerade. Ist das gewollt? Haben wir jetzt nicht irgendwo noch so ein Kapselabding-Dingens? Dann ist das hier echt nur ein SAS und kein SAS und Entkoppelding. Das müssen wir ändern. Weil ich will nur hier mit landen. Also unser Newbie Kerman. Da. Zap. Zap. So, wie schaut es mit den Metallstreben aus? So weit ganz okay. Könnten auch mehr ranmachen, aber nö, lass mal. Feststoffbooster wollte ich noch haben. Einfach nur für noch mehr Umf am Anfang. Und weniger Treibstoff und... Warum willst du nicht? Das ist nicht... Oh. Könnten 8 Feststoff... ja. Mehr ist besser und so. Ist das einigermaßen okay? Ja, ist einigermaßen okay. Und das wird ein Riesenfeuerwerk am Anfang. Ja, ist ja geil. Nur mal ganz kurz testen. So, du. Da. Da. Und. Da. Und noch mehr Stahlseile. Und die starten bitte mit allen anderen Triebwerken zusammen. Aber wir werden nicht ganz so viel Schub geben müssen am Anfang. So, erstmal ganz viel Stabilitätszeug. Von dir zu dir. Von dir zu dir. Von euch untereinander. Einmal. Oh, du wolltest nicht. Okay. Willst du jetzt?
Jo. Und von dir zu dir. Hallo? Von dir zu dir unten. Von dir zu dir unten. Das ist doch mal eine geile Rakete. Das ist alles meins. Also ja, unsers, aber... okay, Duna Länder 4.2. Speichern. Was sagt das Staging? Das Staging sagt, es wird alles am Anfang weggesprengt. Das finde ich nicht so toll. Also die 4, die 3 und der. 2, 4, 6, 8, genau. Die kommen dahin. Mist. Genau. Du und du. Die kommen da. Oh, Alter. Du und du. Die kommen da rein. Genau. Also, Feststoffbooster starten, die 5 Triebwerke starten. Danach werden alle 8 Klammern hier weggesprengt. Warum auch immer die sich wieder so komisch angeordnet haben. Und nicht einfach 4 und 4. Also ja, das. Danach wird das eine weggesprengt, danach wird das andere weggesprengt. Und das Ding sieht tierisch schwer aus. Aber okay, das will ich jetzt unbedingt testen. Speichern, starten. Oh, oh, oh. Keine Haltestützen. Newbie Kermit, du wirst sterben. Oder auch nicht. Oh. Flup. Okay. Wirst doch überleben. Ja. Haltestützen wären echt nicht schlecht. Und zwar die da. Und zwar viel davon. Und zwar da. Und warum kann ich hier nicht? Okay, dann hier. Und ich hoffe mal, das reißt keine Stahlseile ab. Also es ist nicht symmetrisch, aber komischerweise darf ich da keine anbringen. Komischerweise darf ich da jetzt welche anbringen. Dann nehme ich die mal wieder weg. Ich will nicht, dass sie irgendwelche Stahlseile abkappen. Ja, ist okay. 4-2, speichern. Die sind auch mit da drin. Okay, nochmal speichern, starten. So. Gucken wir mal, wie toll das ist. Er ist schon mal nicht gut gelaunt. Ah, viel zu viele Teile. Ah, viel zu viele Starkkabel. Ja, es könnte echt ein Problem werden. Also je größer die Raketen werden, desto schwerer wird das mit Berechnungen. Also für das Programm denke ich mir auch. Wobei ich schon wesentlich abgefahrenere Sachen bei uns im Forum gesehen habe. Aber ja. Okay. Ressourcen an. Licht an. Husch. SAS an. RCS nicht an. Schub auf. Machen wir ruhig 66. Dann habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel Geschwindigkeit, aber die Dinger werden sehr schnell ausbrennen. Und ich hätte gerne möglichst schnell möglichst viel Geschwindigkeit, damit wir diesen riesen Klotz möglichst weit weg von Kerbin bringen. Wegen Anziehungskraft und so. Gucken wir mal, ob das Ding überhaupt abhebt und wie stabil es ist. Also, ich habe schon richtig schwitzige Hände. 3, 2, 1. Das sieht toll aus. Oh, die Dinger werden nicht abgesprengt. Warum werden die Dinger nicht abgesprengt? Lop. Lop. Also abheben tut es auf jeden Fall. Und es ist stabil, obwohl das ein richtig vermurkster Start war. Okay, das sieht gut aus. Endflight.
da haben sie sich versteckt. Das müsste jetzt alles okay sein. Okay, speichern. Nochmal. So. Ja, Newbie, tut mir leid, dass du so viel jetzt durchmachen musst. Aber mit etwas... Ist gerade das ganze Ding gekippt? Aber mit etwas Glück wirst du der erste Kerbonaut sein, der nach Duna fliegt und zurück. Und damit die nächste Staffel freischaltest, wo ich mir ganz viele tolle Sachen schon überlegt habe. Also, tu dein Bestes. Licht an, Ressourcen an, Schub 66%, SAS an. 3, 2, 1. Oh, ist das schön. Wir sind stabil, wir haben richtig Schub drauf. Oh, das kann was werden. Das Docken wird scheiße anstrengend, aber es kann was werden. Du kippst. Du versuchst zu kippen. Aber das ist okay. So, Feststoffbooster sind gleich weg. Einmal Leertaste drücken, müsste 8 Stück davon abspringen. Das ist okay. Treibstoff ist... Treibstoff ist nicht wieder gleichmäßig. Och nö. Das ist nicht gut. Das könnte wieder zu diesem Kippen führen. Ich muss unbedingt dran denken, vorher den Schub runterzunehmen, bevor ich das abspringe. Also die zwei, die dann, wo einer zu viel hat und der andere gar nichts. Aber gut, 3, 2, 1. Weg damit. Mehr Schub, mehr Schub. Ohohoho. Wir haben uns gefangen. Wir schlackern ganz schön viel. Ich gehe mit dem Schub ein bisschen runter. Wir sind bei 6000 Meter gleich und 120 Meter die Sekunde. Das ist ordentlich. Treibstoff ist gleich alle. Also werden wir gleich wieder durchbrennen müssen, um das aufzufangen. Aber gucken wir mal. 3, 2, 1. So. Mehr Schub. Wir sind jetzt schon aufgefangen. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Okay. SAS geht mal ein bisschen... Oh, 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 warum habe ich SAS bloß ausgemacht? Nein, 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 nein. Geh zurück dahin. Tut mir leid, Computer. Ich wollte nicht dazwischen murksen. Ich wollte nur ganz kleine Kurskorrektur machen. Nein. SAS an. Okay, den kipp halt schon mal. Was soll's. So. Oh, 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 oh. Der Kurs ist fast okay, aber warum ist der Kurs da und nicht da, wo ich es gerne hätte? So, jetzt ist ein Tank fast... Wir können... Oh. Du. Du. Raus, raus. Stopp, stopp. Haha, das war gut. Ich klopfe mir gerade virtuell selber auf die Schulter. Okay, Schub gleich aus. 3, 2, 1. Ah. Aus. Mit euch. Das sieht nicht gut aus. Nicht gut aus. SAS aus. Versuch dich bitte auf Kurs zu drehen. Und dann müssen wir Schub geben. Also. Boah, ist das geil. Okay. Das macht Spaß. So. Wir sind bei 250 Meter die Sekunde. Oh, irgendwas hat er gerade geruckt. So, RCS sollten wir ausmachen. Nee, fang dich. Warum fällst du? Warum fällst du? Warum kann ich nicht gegensteuern? RCS. Warum kann ich nicht? Ich habe null Kontrolle. Oh. Ich habe auch keine Schubkontrolle mehr. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Duna Lander Debris. Warum Debris? Ah, jetzt komisch. Okay. Hier hängt er irgendwie fest. Das sieht sehr cool aus, aber es ist gleich kaputt.
So. Weg mit euch. Kannst du nicht mal abreißen oder so? Klampotron. Klampotron. Ich würde gerne abdocken. Warum kann ich nicht abdocken? Verdammt. Oh. Oder so. Ja, ist eine Menge schief gegangen. Also einmal, dass... Jetzt geht's weg. Also einmal, dass die Tanks unterschiedlich viel Treibstoff haben. Das war nicht gut. Das konnte ich in letzter Sekunde noch retten. Und das wäre echt episch geworden, hätte es dann doch noch geklappt. Aber dann kam mehr dazu. Die Dinger... Also der Antrieb unter dem unteren orangenen Tank, mittleren orangenen Tank, der hatte keine Kontrolle mehr plötzlich. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein bei diesem kuriosen Abdockmanöver. Das war ein Fehler. Noch ein Fehler war, dass ich anscheinend keine Kontrolle darüber habe, dass der Klampotron sich löst. Was ein Riesenproblem wird in der Duna-Atmosphäre. Duna-Umlaufbahn meine ich. Das Ding brennt immer noch. Aber abgesehen von diesen ganzen Fehlern, an denen wir jetzt nach und nach arbeiten werden, das war richtig gut. Also, ne. Vom Prinzip her. Also was die Rakete kann, wenn sie denn funktioniert, wie sie funktionieren soll. Sie hat sehr schnell sehr viel Geschwindigkeit gehabt. Das Staging hat soweit gereicht. Also in der richtigen Atmosphärenschicht hatten wir die richtige Anzahl an Schub. Wir konnten schnell auffangen. Den Geschwindigkeitsverlust durch das Abdocken von den Stages. Das war alles sauber. Also sauber, ne? Ihr wisst schon. Das heißt, das könnte klappen. Das könnte echt klappen. So, Newbie. Grinst noch für die Kamera. Wir kappen jetzt den Fallschirm. Wir können den Fallschirm. Doch, können wir. Whee. Bye, bye. Machen wir Köpfe. So. Bye, bye, Newbie. Vehicle Assembly Building.